Willkommen in Hennstedt-Ulzburg in Schleswig-Holstein. Mario Sargasser, der erste Vorsitzende des 100-Marathon-Clubs, lädt heute etwa 40 Sportlerinnen und Sportler ein, mit ihm zu feiern. Denn heute läuft er seinen 1000. Marathon. Am 15. November 1999, am Montag nach dem 25-Kilometer-Lauf in Quickborn, sagte Doris zu mir am Mittagstisch: Du sahst im Ziel noch so frisch aus. Willst du nicht mal einen Marathon laufen? Ja, ich habe mich dann angemeldet für Hamburg. Nächster Hamburg-Marathon, April 2001, ist losgelaufen. Nachdem wir es für uns entdeckt haben, haben wir es dann eben auch irgendwann mit den Töchtern dazugenommen. Und ich sag mal, Moskau, Monaco, Marrakesch oder San Francisco, Paris, London oder Amsterdam, Brüssel, Luxemburg. New York. Da sagen unsere Töchter, ja, war ich schon wegen Lauf. Wir gehen im Mai 2009 abends zum Hotel in Usbekistan, in Taschkent, und Doris sagt zu mir: Wenn ich jetzt sterben würde, hätte ich ein erfülltes Leben gehabt. Und dann muss ich sagen, okay, dann haben wir eine Menge richtig gemacht. Ja. Zwei Startwellen sind bereits auf der Strecke und um 9 geht's für uns los. Heute seinen allerersten Marathon. Stark.
Morgen.